Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, einige von euch werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, wann hat die Eve das aufgenommen? Die ist doch schon schwanger im 9. Monat. Ja, bin ich. Und eigentlich kann ich überhaupt nicht mehr lange sitzen und hier am Schreibtisch, und es ist gerade bumswarm, also es wird auch super warm hier in meinem Zimmer. Aber ich hatte total Bock, dieses Spiel einfach zu spielen. Und ich konnte es einfach nicht alleine spielen, weil ich gedacht habe, wenn das so ein bisschen in die Richtung Ethan Carter geht, und vielleicht werden sich einige an Ethan Carter erinnern, dann muss ich das einfach zusammen mit euch spielen. Und ich habe mir folgenden Plan überlegt. Genau, wir essen jetzt chinesisches Essen und rauchen eine Zigarette. Und zwar werde ich es jetzt so folgendermaßen machen, damit ihr nicht wieder mal irgendwie mit einem halb angefangenen Let's Play irgendwo verhungern müsst. Ich werde das komplett durchspielen, und wenn es ein Jahr dauert und erst wenn ich es wirklich komplett durchgespielt habe, werde ich es in Form eines Let's Plays halt mit 15 oder 20 Minuten Folgen hochladen. Oder? Das ist doch... Ist das ein Plan, oder? Ja. Also, dieses Spiel, What Remains of Edith oder Edith? What Remains of Edith? Wir sagen mal Edith, ne? Finch. Ich habe die ersten 10 Minuten bei Gronkh gesehen, weil ich gucke ja meine Let's Plays, wie ihr wisst, immer beim guten Onkel Gronkh. Und habe gedacht, wow, das könnte was für mich sein oder für uns. Und habe es dann aufgehört zu gucken. Also das heißt, ich bin ein bisschen die ersten Minuten oder sowas kenne ich. Aber dann habe ich mir gedacht, den Rest müssen wir zusammen erleben. Ich habe ewig nichts mehr aufgenommen. Ich habe ewig kein Let's Play mehr aufgenommen. Es war gerade eine Phase, hier wieder reinzukommen mit der Aufnahme. Mit Bildschirmmodus, whatever, Sound und so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich werde auch nicht ganz so viel Schneide-Elan hier reinlegen können, weil ich ja, wie gerade schon erwähnt, ich bin im 9. Monat schwanger. Ich kann hier nicht so lange sitzen, auch nicht so viel schneiden und machen. Ja, gut. Genug der langen Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt einfach mal an. Das ist voll schön hier, ne? Ich will gar nicht anfangen. Ich möchte einfach weiterhin hier auf diesem leicht nebligen Ambiente, auf diesem Schiff sitzen und ein bisschen träumen. Jetzt ist auch der Titel verschwunden. Aber einige von euch werden jetzt total ausflippen. Ah, das dauert so lang. Ich bin schlimmer als Gronkh. Du bist schlimmer als Gronkh. Das ist Wahnsinn. Okay. Ich weiß nicht, ob wir Edith sind. Sind wir Edith? Nee, bitte nicht spoilern, das war keine Frage, das war ein... Ich frage mich selbst. Wir haben auf jeden Fall einen vielleicht gebrochenen rechten Arm. Und ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Ich klicke mal links. Ah, okay. Ah, guck mal hier, ich kann das... geht schon gut los, oder? Die Porsche rülpst dann wieder in der Aufnahme, es tut mir leid. Also wenn ich die Maus bewege... What? Hey! Ich wollte es lesen. Kann ich das nochmal zurück? Okay, wir werden jetzt hier szenenmäßig werden wir woanders hin katapultiert von dem Schiff. Ich weiß gar nicht, ist das schon die geilste Grafikeinstellung? Ich mach mal kurz Escape. Oh, was ist das denn Schönes? The Finches. Das ist also... Ich gehe mal davon aus, wir sind Edith. Ja, wir sind 1999 geboren. Und das ist scheinbar unser Stammbaum hier. Da seht ihr Edith. Seht ihr die Maus? Ja, die Maus sieht man. Okay. Louis, 1988, wird dann unser Bruder sein, oder? Was sind das für Blätter hier? Ingeborg und Sven. Sind wir Odin, Walter, Edi, Calvin? Okay, das ist eher amerikanisch, aber Ingeborg, Edi, Sven, Odin sind ja eher nordische Namen, ne?
Ja, sagt mir jetzt keine Ahnung, ob das noch relevant wird. Ich mach mal kurz, geh mal auf Grafik. V-Sync, Ultra Abstand zeichnen. Und das ist alles schon Ultra, okay. Kann man speichern eigentlich hier irgendwo? Nö, passt. Okay, läuft. Wir sind also jetzt von diesem Kutter, wo ich ja eigentlich gerne noch etwas länger geblieben wäre, sind wir jetzt in einen Wald. Wir können uns bewegen. Und der Wind. Ah, guck mal, wie schön der Wind. Das erinnert mich echt an den Anfang von Ethan Carter. Ey, Wahnsinn. Ich fühle mich echt ein bisschen zurückversetzt. Wie schön Ethan Carter einfach war, Leute. Erinnert ihr euch an Ethan Carter? So ein wunderschönes Spiel und ich habe immer darauf gewartet, dass er... Someone had put up a chain-link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Irgendwer hatte einen Drahtzaun hochgezogen, aber es sah so aus, als wäre ich nicht die Erste, die was versucht hätte, drüber zu klettern, sowas. Ah, hier, ne? Sieht aus, als wäre da einer eingebrochen. Hier raus. Wollen wir nicht. Oh, was ist das? My brother Milton disappeared when I was four. Ah. It was like the house just swallowed him up. What the f... Oh, bitte nichts. Bitte nicht gruselig. Kommt da was... Ich habe den, ich glaube, einen Trailer oder so von Edith Finch gesehen und da waren Sachen bei, also schon ziemlich tragische Sachen. Nur um das, ich will nicht spoilern, aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr emotional gerade, hormonell bedingt. Also wenn ich flenne zwischendurch, nehmt es mir bitte nicht übel. Aber vielleicht mache ich dann auch ein bisschen kurz Pause oder so, wenn ich merke, das wird mir zu heftig. Missing. If you have information about Milton, call the Orcas Island Police Department, bla bla bla, Milton Finch. Wann ist der verloren gegangen? 2003. Da waren wir vier, oder? Wenn wir 99 geboren sind, dann war der da, waren wir vier. Date of birth 92, ja, der ist sieben Jahre älter als wir. Okay. Was haben wir denn jetzt? Ist das eine Rückblende, ne? Sie erzählt ja. Oh, wie schön es hier einfach ist. Ach, es ist übrigens heute der, warte, lasst mich mal schauen, damit ihr seht, wann die erste Folge aufgenommen worden ist und wann dann die letzte kommt. Heute ist der 21. Juli 2017. Heute haben wir wieder bums warme 28 Grad, noch schwitzig nicht. Aber ich sitze in meinem abgedunkelten Zimmer hier unterm Dach. Schauen wir mal, wie lang das heute geht. Ach, guck mal hier, es ist Ritter. Until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Haha. Warum? Einige Zimmer nicht betrieben. Gott, ey, das ist hoffentlich nicht zu Schlimmes. Das ist Rittersporn, oder? Ich werde jetzt wieder 1 Million Fragen stellen und mich nachher nicht mehr dran erinnern, was ich gefragt habe. Also Leute, guck mal, wir haben schon, ich würde mal sagen, 3 Meter geschafft. Ich will es gar nicht zu Ende spielen. Ich möchte hier bleiben. Also ist das Rittersporn? Wenn ihr übrigens Fragen beantwortet in den Kommentaren, dann schreibt bitte auch mal die Frage dazu, damit ich das auch nochmal weiß, weil... Ich möchte euch ja gerne auch antworten können. Vielleicht diven wir jetzt mal ein bisschen deeper noch in dieses Spiel. Oh. Oh, guck mal, wie süß. Das brauche ich auch. Oh mein Gott, ist das sweet. Ein süßer Briefkasten. Da schauen wir mal rein. Was? Guck mal. Das ist meine Hand, meine Maus. Inside the mailbox were bills from 7 years ago. Marked urgent. Open immediately. Okay, 7 Jahre alte Post ist da drin. Scheinbar war 7 Jahre niemand mehr hier an dem Haus. Kann ich die jetzt da rausnehmen? Aber scheinbar interessiert uns das nicht großartig. Orcas Island Gazette. Das ist hier scheinbar Orcas Island. Und wir haben, bis wir 11 Jahre alt waren, in diesem Haus gewohnt, aber durften scheinbar nicht alle Räume betreten. Das ist das da vorne, das Haus. Was ist das Krasses? Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Beerdigung ihres Bruders Lewis? Also Milton ist verschwunden und Lewis ist beerdigt worden? Ach du Kacke. No trespassing. Okay, das wird Video überwacht. Was sind meine Eltern? Was ist meine Familie für eine Freakshow? Dann, oh Gott, kann ich hier... Guck mal, wie schön. Der in Anführungszeichen Rittersporn, aber es wirklich ist, man weiß es nicht. Ich muss die Maus ein bisschen schneller einstellen. Warte mal. Entschuldigung. Ein bisschen empfindlicher. Ich bin ja ein Schnellgucker. Ein Langsamgeher und Schnellgucker. Inner Will,
My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Oh, bitte lass doch nicht so Schlimmes passiert sein. Oh, please. Ey, jetzt kommt mir gerade so, dass es nachher... Ich meine, wenn der eine Bruder ist gestorben, der andere ist verschollen. Ich möchte einfach nur hier in diesem Garten bleiben. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Okay. Vielleicht dachte sie auch, dass ich es wüsste? Oder sie dachte, dass das Geheimnis ausreichen würde, mich zur Rückkehr zu bewegen? Da Finches. Geht's da runter oder da hoch? Ich glaube, das ist der befestigte Weg, aber... Oh Gott, ist das schön. Oh, ich möchte jetzt... Hey, was würde ich dafür geben, jetzt in so einem angenehm kühlen Wald irgendwie mit so einem... mit so einer leichten Brise rumzulaufen, hier so ein bisschen moosige Steine. Der Wind, der durch den Farn weht. Die Eve ist schon wieder in einer ganz anderen Welt. Seid ihr auch in dieser Welt bei mir? Kann ich überhaupt noch... Ich habe mich wirklich gefragt, kann ich noch Let's Plays aufnehmen? Es ist jetzt so lange schon her. Ich habe immer zwischendurch ein bisschen Sims gespielt, weil zu mehr habe ich einfach keine Zeit gehabt. Und konnte auch nicht sitzen. Guck mal, hier kann man einfach so frei rumlaufen. Ist das ein kleiner Bach? Ja. Oh Gott, das ist schön. Was machen wir hier eigentlich gerade? Scheiße. Man hier, oh, da leuchtet was? Ich weiß noch, in Ethan Carter, da waren ja Fallen und sowas, ne? Die man irgendwie finden musste. Oh, guck mal hier. Kann ich aber nicht aufheben. Es sind noch scheinbar auf der ganzen Insel hier Missing-Plakate. Ich sehe, es ist gerade sehr dunkel. Also, das wird sich natürlich gleich wieder ändern. Ja, ich möchte es nur nicht heller stellen, weil dann ist das Ambiente auch irgendwie so ein bisschen gestört, oder? Storymäßig bewege ich mich natürlich schon wieder total auf falschen Faden und verlaufe mich hier im Nirgendwo. Aber es ist egal, wir wollen das hier einfach ein bisschen kurz genießen. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Okay. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Also wenn die Mutter ja in einem Testament ihr das Haus und den Schlüssel überlassen hat, oder beziehungsweise den Schlüssel, von dem sie nicht weiß, wofür er ist, dann wird sie höchstwahrscheinlich verschieden sein. Also dahingeschieden sein. Verschieden sagt man schon, oder? Also ist Mutter jetzt auch gestorben. Jetzt bleibt halt die Frage, was ist mit Milton? Was ist mit Louis passiert? Genau, Milton ist verschwunden, Louis ist gestorben. Das werden die Eltern sein, oder? Aber guck mal, Gregory, 76 geboren, Gus, 1969. Dawn wird unsere Mutter sein, das ist ja ein Frauenname. Ja. Genau, deswegen denke ich mal, Dawn ist unsere Mutter, die ist scheinbar gestorben. Und Gus ist vielleicht unser Vater? Gregory, so ein extra Ast noch? Keine Ahnung. Also muss man noch klären, was ist mit dem Vater, was ist mit Milton, was ist mit Louis. Ach, das ist einfach, das muss ich alles... Geil. Die Eve läuft gerade mal 2 Minuten hier durch den Wald. Oder auch 10. Und macht schon Schlussfolgerungen. Gott, ich bin manchmal so schlecht, ne, in sowas. In so Schlussfolgerungen. Ich habe übrigens heimlich noch eine Folge oder noch eins von diesen Sherlock Holmes Spielen 10 Fällen gelöst. Und da war ich gar nicht gut. Gut, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich glaube, wir gehen mal wieder irgendwo Richtung Weg, oder? Weil ich meine, das macht euch ja fertig wahrscheinlich. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Genau. Das hatte ich auch, das Gefühl, dass das so ein Wald ist, der irgendwie was weiß, der so ein Geheimnis birgt, aber der so ruht, in sich ruht. Und halt da ist, weil er vieles gesehen und beobachtet hat. Boah, jetzt wird es ganz dramatisch. Melodramatisch hier, die Eve-Schubkarre. Ich möchte halt eigentlich nicht jetzt irgendwie... Ich bin ja schon jemand, der gerne auf dem Pfad bleibt. Ich muss jetzt nicht alles abseits von irgendeines Pfades oder sowas entdecken. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zurück. Nee, das muss ich nicht. Ich möchte mich verlaufen. Ich möchte lieber die Geschichte chronologisch irgendwie abarbeiten, dass ich weiß, was passiert ist, weil sonst, glaube ich, verstehe ich nachher gar nichts mehr. Vor allem, wer weiß, ich nehme jetzt hier was auf, vielleicht eine Stunde, vielleicht schaffe ich eine Stunde.
Und dann spiele ich das nächste Mal, wenn da Baby da ist. Und dann weiß ich nichts mehr, weil ich hier mir irgendwo noch im Wald verfranst habe. Gut, dass wir auf jeden Fall eine Folge Waldspaziergang. Mal gucken, wie die erste Folge Ethan Carter hieß. Wahrscheinlich auch Waldspaziergang. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Aber es ist wirklich sehr schön und atmosphärisch. Und ich will eigentlich gar nicht in dieses Gruselhaus reingehen. Obwohl, das ist so liebevoll gemacht, Emmy, ne? Da können doch keine schlechten Menschen wohnen. Obwohl. Man weiß es nicht. Manchmal steckt hinter einer wunderschönen Fassade ein schreckliches Schicksal. Genau.